Das ist mein Favorit aus der Kategorie Sauvignon Blanc Bordeaux. Sauvignon Blanc, den meisten bestimmt bekannt, eine der bedeutendsten Weißweinrebsorten der Welt. Und Sauvignon Blanc gibt es an unterschiedlichsten, an unterschiedlichsten Ecken dieser Welt. Eigentlich, die eigentliche Heimat, kann man sagen, ist in der Loire. Dort kommt er vor als Touraine, Sauvignon Touraine. Er kommt vor als Pouilly Fumé. Dann hat er so diese Aromen wie Feuerstein und dergleichen. Und er kommt vor auch als Sancerre zum Beispiel. Das ist alles Loire. Dann gibt es ihn exzellent natürlich auch in der Neuen Welt. Also Sauvignon Blanc in Neuseeland, in Australien. Gibt ihn natürlich auch in Südafrika. Und es gibt ihn natürlich aber auch als einer der vordersten Fronten. Nicht nur in Deutschland, das hätte ich fast vergessen. Da haben wir natürlich auch wunderbaren Sauvignon Blanc. Vor allem in der Pfalz, von Winning, Wassermann Jordan sind exzellente Vertreter hier. Aber große Sauvignon Blancs kommen auch eben aus Bordeaux. Manchmal werden sie ein wenig verschnitten mit etwas Semillon, einer anderen Rebe, Weißweinrebe, die oftmals auch als Dessertwein benutzt wird, aber auch trocken ausgebaut werden kann. Hier ist es aber ein reiner Sauvignon Blanc aus dem Château Renault. Kein Gut, was ich jetzt entdeckt habe in dem Sinne, aber ein absoluter Klassiker. Also wer sich mit Wein auskennt und auch in Bordeaux auskennt und mit Weißwein weiß, hier kannst du eigentlich nicht falsch liegen. You can't go wrong with this wine. Das ist ein exzellenter, toller Vertreter für einen Sauvignon Blanc aus Bordeaux. In dem Fall 2013 hier. Und bei der Weindatenbank bitte sehr in den grünen Bereich schauen für die Rezepte dort. Dieses Weißweinglas dazu nutzen, 8 bis 10 Grad. Und dann hat man, glaube ich, eine Menge Spaß. Den wünsche ich euch. Weingranaten gibt es auch. 92.